Hallo ihr Lieben, heute plaudere ich mal ein bisschen über den ZDF-Fernsehgarten. Die Hauptdarstellerin ist Andrea Kiewel. Sie liebt es, wenn man sie Kiwi nennt. Das ist nämlich so volksnah, ihr versteht. Kiewel, die scheinbar von der gleichen Person wie Katja Burkhardt die Klamotten ausgesucht bekommt, erscheint in gelber Hose, knieumspielt, weißer Bluse, Sneaker. Da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Aber die Hose sitzt überhaupt nicht und spannt über den Bauch, sodass die Seitentaschen aufklaffen. Als ihr It-Piece, das sagt man doch jetzt so, hat sie sich einen breiten Gürtel mit Zebramuster umgeschnallt. Es geht nämlich in dieser Sendung um Tiere, wie sie uns von einer Karte vorliest. Kiebel trägt Pferdeschwanz und sieht aus wie die Zwillingsschwester von der Frau aus der Slip-Einlagenwerbung. Ihr erinnert euch, die mit der Geheimwaffe in der Hose. Naja, man weiß ja nie. Ich habe versucht, die Wows und Megas mitzuzählen, aber irgendwann habe ich den Überblick verloren. Der ZDF-Fernsehgarten ist ein buntes Potpourri von meist unbekannten Sängern, in die Kiwi sofort schockverliebt ist. Und die alle Playback singen. Mehr schlecht als recht. Die Texte der Songs ziehe ich jetzt nicht durch den Kakao. Denn das macht schon jemand anderes und wie ich finde, macht er das wirklich sehr gut. Obwohl Kiewel ja schon seit vielen Jahren im Geschäft ist, liest sie auch die Namen ihrer Gäste, auch überhaupt die komplette Moderation, ohne einmal in die Kamera zu gucken, von ihrer Karte ab. Wie ist denn das mit Auswendiglernen? Oder ZDF-Teleprompter? Wäre doch mal eine Idee. Also, Tiersendung. Es gibt Hunde, Fische, Sonja Zietlow, man beachte die Reihenfolge, veganes Essen, ein Huhn, Ziegen und man kann auch einen Baum adoptieren und umarmen, wie Frau Kiewel plappert. Alles mega. Wie neulich. Da waren so Ökotanten im Fernsehgarten mit Korksandalen und lila Tüchern. Die stellten sich in einem Kreis auf. Die Kiebel machte auch mit und quetschte sich dazwischen, warfen die Arme in die Luft und versuchten krampfhaft in Gelächter auszubrechen. Ha, 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 ha. Lach-Yoga nannte sich das. Die Welt ist doch verrückt. Ich musste sofort umschalten. Das Highlight der Sendung, gab es überhaupt eins? Mambo Number 5? Oder die Fashion-Expertin im Leoprint? Oder ein Kind von der Kelly Family? Fragt mich nicht. Leute, ich lutsche jetzt ein Peppermint und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.